Willig Edgar, ein schwerwiegendes Vergehen nach § 11.11 der Vergnügungsverordnung in Verbindung mit § 1 der Spaßbremsenrichtlinie. Angeklagt ist ein Beschuldigter aus dem Moselort Eller wegen vorsätzlicher Körperverletzung seiner ansonsten harmlosen und treuen Ehegattin. Bitte führen Sie den Beschuldigten in den Gerichtssaal. Es war der Nacht, die Note fängt gefasst. Und wenn uns nur nach der Note passt, da ist hier uns der faste Nacht. Ruhe! Blöde von mir. Müssen Sie denn hier in der Verhandlung schon mit Alkohol erscheinen? Das ist ja auch eine richtig trockene Form, ey. Und ihr wenigstens, ihr müsst trinken kriegen. Das ist gut. Ich Ruhe! Gut. Oder ich lasse den Saal räumen. Oder ich lasse den Saal räumen. Ja, na, die bleibt alle, die brauche ich für mein Unschuld zu bezeugen. Angeklagter, Sie sind heute Abend zu dieser Verhandlung geladen. Und das ist gelogen. Kommen wir nun zur Aufnahme der persönlichen Daten. Name? Holly Joanne. Ich will natürlich wissen, wie Sie heißen. Hoppe. Hoppe? Hoppe? Hoppe, Hoppe, Reiter. Nach dem Urteil schreiter. Mit Vornamen? Jupp. Jupp, Jupp, so heißt doch kein Mensch. Wie werden Sie denn gerufen? Also, ihr Staatsmacht. Mein Kumpel, die ruft mich immer Spritjupp. Spritjupp? Sie machen mich noch verrückt. Welcher Name steht denn in Ihrem Ausweis? Wofür sonst da dann nicht gleich, euer Hochwürden? Doch der Josef. Josef. Geboren? Das auch. Ich meine Ihr Alter. Mein Gott, meine alle? Was hat der da so mit zu tun? Der ist doch schon lang gut. Sie sollen mir Ihren Geburtstag sagen, Herr Hoppe. Ach du, 11.11.11. Und welches Jahr? Jedes Jahr, euer Hochwürden. Jedes Jahr. Aber wofür wollen Sie da eigentlich wissen? Kriege ich davon Ihnen auch etwas zum Geburtstag geschenkt? Das würde Ihnen so passen. Mein Gott! Ich will wissen, in welchem Jahr Sie geboren sind. Ach so, um 11.11.58, um 11.11 Uhr bin ich geboren. Aha. Prost. Und wo arbeiten Sie? Oh mein Gott, euer Staatsmacht. Jedes Mal, wenn ich das Wort arbeitiere, da geht mir kurz schlecht. Ruhe. Habe ich mir schon gedacht, also arbeitslos. Sagen Sie mal, wenn ich Sie so ansehe, kenne ich Sie nicht irgendwo her? Habe ich Sie nicht im letzten Jahr wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt? Moment mal. Richtig. Ah, da steht's ja schon. Hier steht's. 2,3 Promille ab Blut im Alkohol. Da müssten Sie doch schon doppelt gesehen haben. Wie kann man denn da noch Auto fahren? Also, euer Merkwürden. Wenn man sich da auch so hält, da klappt das mit dem Vorhang noch ganz gut. Kehren wir allmählich jetzt zur Tagesordnung zurück.
Ihnen wird zur Last gelegt, gegen Ihre Frau Agathe Dorothea Hoppe häusliche Gewalt angewandt zu haben. Bekennen Sie sich denn zu dieser Tat schuldig? Na, unschuldig. Das sagen Sie alle. Ja, ihr Staatsmacht. Wenn Sie das doch also, da müssen Sie das doch eigentlich schon klar. Respekt. Haben Sie Zeugen? Gezeugt soll ich auch. Also hier in der Anklageschrift steht, dass Sie Ihre Frau Agathe Dorothea jämmerlich verprügelt haben. Ja, euer Vollstrecker. Die Olli wurde so richtig verdrimmt. Ja, Vorsatz also. Haben Sie das mit Absicht getan? Nicht mit Absicht, nur mit dem schönen Wunsch, das zu machen. Mit dem Wort ist gelegt, die also. Na ja. Bereuen Sie die Tat denn wenigstens? Noch nicht zu viel, Herr Strafgerichtsvollzieher, noch nicht zu viel. Das hat was sogar richtig Spaß gemacht. Kommen wir zum Motiv. Warum haben Sie das gemacht? Warum? Sie müssen doch einen Grund gehabt haben. Die Hausbund verdient. Was wollen Sie damit sagen? Warum hatten Sie es verdient? Alter, passen Sie mal auf. Ich komme nicht. Und so richtig froh und glückselig aus der Leipzig. Und ich so herrenne, so stand ich schon in der Tier und fing direkt an mit mir zu plärzen. Und was sie da gemacht hat, da trinkt man mir noch die Tränen in die Augen. Was sie mal doch meine Bohren schnappt, Pferdefehl rausgekippt. Naja, also da kann man tatsächlich von mildernden Umständen sprechen. Das werde ich aber auch. Ja, aber das gibt Ihnen, Herr Hauptmann, noch lange nicht das Recht, gegen Ihre Frau oder Ihre Frau zu schlagen. Strafen stehen nur diesem Gericht zu. Also, Herr Geheimrat, wenn Sie da das nächste Mal bringen, verstehen, dann schicken Sie sich hey, okay. Haben Sie denn in dieser, oder was haben Sie denn in dieser besagten Gaststätte, haben Sie da etwas getrunken? Ajo, wenn ich mich so recht entsinne, und dann zwei eher. Na, nun, wie viel soll noch dazwischen war, das wäre es nicht später nicht viel. Und da hat man noch so Kleinigkeiten im Tiergereich immer. Da darf dann noch Kümmerlin und Wacholder und Doppelkorn. So. Sie haben wohl ein Problem. Respekt! Sie haben wohl ein Problem mit dem Alkohol. Mit dem Alkohol, Herr Oberrichter. Eher ohne. Ich sage immer, besser Alkohol wie kein Alkohol. Weiter steht hier noch, Sie sollen die herbeigeeilte ledige Frau Anna Hummel massiv bedroht haben. Sind Sie mit dieser ledigen Frau Anna Hummel befreundet? Mit dem Drache? Um Himmels Willen, na, das ist doch mein Schwiegermutter! Aha, Sie haben also Ihrer Frau Schwiegermutter auch eine Tracht Prügel versprochen? Ja, aber die wird noch bis die Worte miesen, da komm ich doch nicht so. Wie kriegt ihr denn noch? Respekt bitte, Herr Respekt. Hier steht, Sie haben Ihre Frau mit einem Schirm auf den Kopf geschlagen. Mit diesem Korpus Delicti? Ja, Herr Staatsmacht. Das stimmt, aber die krumme Bahn,
Die hat sie da vorne aber nicht. Die hat sie vier schon. Deswegen auch nicht die auf Gehirnrot. Was? Wegen der krummen Beine reden? Ei, da hat so gut zu meinen Biedermeier-Möbel gepasst. Sie haben also den bewussten Schirm auf dem Kopf Ihrer Frau krumm geschlagen. Jo, Herr Geheimrat, das stimmt. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe doch schon lange Ihre Ernährung. Unerhört. Also hören Sie mal. Hören Sie mal zu. Nee, hier sind die mir so. Ich brauche doch eine Ernährung. Moment mal wieder weg. Schweigen Sie! Wie konnten Sie Ihre Frau so zurichten? Ei, da passt, kommen Sie mal her. Da kann ich Ihnen das wohl feiern. Setzen Sie sich, beruhigen Sie sich. Außerdem sollen Sie zu Ihrer Schwiegermutter dumme Ziege und blöde Kuh gesagt haben. Bad? Stimmt das? Bad? Das mit der Ziege und der blöden Kuh. Ajo, ein gut Gas und ein blöd Brot hat ihr Sio. Aber das ist doch von ihr nicht. Bestimmt nicht. Mein Gott, man kann doch nicht an alles denken. Zur Sache. Nun ja, der Tatbestand ist ja in dieser Hauptverhandlung weitgehend geklärt worden. Haben Sie noch etwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Herr Vollstrecker. Ich sehe mich hier als Opfer eines fatalen und gewaltigen Justizirrtums. Justizirrtum? Warum das denn? Ei, passen Sie mal auf. Das Hähnchen, hey. Das ist doch mein. Ja. Ne? Wenn Sie das sagen. Jo. Somit kann ich doch machen, was ich will. Selbstverständlich, Herr Hoppe, können Sie mit Ihrem Hähnchen machen, was Sie wollen. Oh Mann, hab ich das doch gedacht. Was haben Sie sich gedacht? Oh. Das schauen wir noch. Er hat ganz Palaver, hey, nicht so. Das ganz Palaver, hey, die Gerichtsverhandlung, Martina. Alles für den Katz. Wieso für den Katz? Ei, hey, das schon. Das ist doch auch mein. Aha. Ich beschließe die Beweisaufnahme und komme zur Urteilsverkündung. Herr Angeklagter, bitte stehen Sie schon auf. Achso, Sie stehen schon. Das Hohe Narrengericht bewertet, Ruhe bitte, das Hohe Narrengericht bewertet die Aussagen des Beschuldigten als strafmindernd, weil die Ehefrau durch das Ausschütten der Schnapsflasche den Angeklagten in einer kaum nervös zu haltenden Art und Weise provoziert hat. Im Namen des närrischen Volkes, Sie haben jetzt zu schweigen, im Namen des närrischen Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Beschuldigte Sprint-Jub Hoppe wird schuldig gesprochen. Er erhält als Strafe die Auflage, bis Aschermittwoch dieses Jahres die angefangenen, noch nicht leeren Flaschen in Bobbys Brennerei aufzuräumen. Diese Auflage gilt so lange zur Bewährung, bis Sie sich bewähren. Herr Hoppe, Sie haben das letzte Wort. Nehmen Sie das Urteil an. Jo, und mal gerne auch. Die Kosten des Verfahrens übernimmt der Elberrat in Form von zwei Bier für alle Anwesenden der heutigen Verhandlung. Die Verhandlung ist geschlossen. Oh,
gelohnt bei unserem Angeklagten Hoppe, Klaus Kuhne. Und Euer Majestät, Richter Ludolf Oster. Auch ihr habt natürlich unseren Orden verdient.